So Leute, willkommen zurück zu Shadow of the Colossus im Kampf gegen Avian, den Vogel. Wow, ja, Gott, ist das hier eine... Er fliegt seitlich. Moment. Tatsächlich, er hat eine Schwachstelle da. Wow, hör auf zu schlagen! Ah! Okay, einen Vogel zu bekämpfen, indem man ihn in seine Flügel sticht. Erweist sich doch als schwerer als erwartet. Wow, wow, wow! Mein lieber... Oh, wie er Saltos macht! Gott! Der gute Werber-Jack hat in den Kommentaren geschrieben, Wanda muss echt einen eisenharten Griff haben! Wow! Und er hat recht. Ich meine, habt ihr gesehen, wie er sich festhalten konnte an diesem Wesen? Obwohl es da solche Stunts macht? Ja, ja, stahlharter Griff. Dem möchte ich nicht die Hände schütteln. Wow, aber ich glaube, unser lieber Avian hier möchte uns auch nicht die Hände schütteln. Er sagt die Flügel. Hör auf, die Flügel zu schlagen. Ich falle runter, wenn du so weiter warst. Ja, ich glaube, das ist sein Ziel, aber das interessiert uns ja nicht. Ich versuch's einfach. Ja. Gigantisch. Okay, wo haben wir einen Landeplatz? Wir müssen den ganzen Spaß nochmal machen. Schade, da bin ich doch tatsächlich runtergefallen. Okay. Aber ich will... Ach, da hinten. Na toll. Wow, Action geladen. Gar nicht so einfach, auf den Koloss drauf zu bleiben. Avian, der Vogel. Ah, komm, Mikro. So. Und ich trinke einen Schluck. Nam, nam. Ich hab wieder Fenchel da. Neulich hatte ich nur Wasser. Und... Apfelsaft, das war das Wort, was mir fehlte, genau. Wo ist die Stelle, wo ich immer drauf gegangen? Ach, da hinten. Attraktieren, noch besser, ist ja näher. So, wo ist der überhaupt? Da hinten, okay. Hm. Der ist dann doch schon etwas widerstandsfähiger und gar nicht mal so mega leicht wie... Na gut, die anderen waren auch nicht mega leicht, aber... Hm. Muss ich doch sagen, wenn das so weitergeht, bisher der eher zweitkomplizierteste von den Kolossen. Außer das zieht sich noch länger. Komm mal hier, ich nerv dich, 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 ich nerv dich. Ja? Oh, wie die Musik auch eine Action-Knallung gibt. Komm, rot! Ja komm, hol aus. Und dann schnapp mich, Kumpel. Ich bin hier, weil ich dein ärgster Feind bin. Dein allerärgster Erzfeind. Ich bin quasi der Quackerjack, wenn du Duckling Duck bist. Hörst du bitte auf, Kreise zu fliegen? Lass dich gefällig von mir nerven. Ja, so ähnlich. Okay, jetzt holt er aus, um mich zu kriegen, oder? Hol aus, um mich zu kriegen, Kumpel. Ja, 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 das sieht gut aus. Oder auch nicht. Vielleicht muss ich einen ganz bestimmten... Doch. Ha! So, mein Kumpel. Ich bin wieder auf dir. Ob du willst oder nicht. Jetzt habe ich aber gerade ein Problem. Ich weiß nicht, welchen Flügel ich schon hatte. Wow, seht euch sein Gesicht an. Komm schon einfach hoch da. Okay, Moment, Moment, Moment. Ich habe einen Plan. Ja! Genau! So in der Art hatte ich, das geplant. Ja, Avian hat uns zum, hat den Reiter zum zweiten Mal erfolgreich abgeschüttelt. Ich guck mir erst mal an, wo die anderen Schwachstellen sind. Weil, nachher mache ich da Mist. Weil der eine Flügelschwachpunkt ist schon verschwunden und den haben wir nur einmal getroffen. Ihr seht noch, wie unglaublich viel Energie hat. Das ist mindestens... ja, noch ein Fünftel. Also ein Fünftel haben wir ihn abgezogen. Wenn der andere Flügel das andere Fünftel ist, sind immer noch... drei Fünftel übrig. Einfachste Mathematik! Ja, es ist zum Kotzen. Nein, es ist geil, aber... Es ist wie... Moment, so. Ich will jetzt erstmal wissen, wo deine restlichen Schwachpunkte sind. Ja. Was ich mir scheinbar nicht angucken darf, da ich hier unten kein Licht habe. Das ist natürlich ganz große Scheiße jetzt. Zack. Guck mal hier, Kumpel. Zack. Ja, komm direkt auf mich zu. Mach's direkt.
Komm schon, ich nerv dich, ich nerv dich. Zack. Und ein... Ja. Zack. Also irgendwie treffe ich ihn ja. Aber... Es kratzt ihn halt nicht. Soll es ja auch nicht. Ich will einfach nur, dass er wieder runterkommt und mich attackiert. Ja. Huah! Okay. Und auf ein neues. Auf ein drittes, um genau zu sein. Boah. Okay, wir müssen schnell hier das Schwert wechseln. Ich warte, jetzt. Okay. Es darf nicht so viel Wind sein. Wieder jetzt gerade. Ah! Irgendwie sind sie. Warte, die Position ist gar nicht so schlecht. Ich könnte mich jetzt fallen lassen, wenn der. Oh mein. Nein, noch bin ich drauf! Ich bin nicht mehr drauf! Ach Mann! Oh. Ist das ein Scheiß? Nein, es ist natürlich nicht scheiße, aber. Du Ekelhafter! Kann ich von hier unten? Nein, ich kann leider nicht das Schwert. Gut, wäre auch ein bisschen komisch, wenn ich das Schwert heben könnte. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn ich im Wasser den Bogen hätte benutzen können. Fällt mir gerade so auf, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ja, hier, ich schwimme freihändig. Gut, man kann sich auch ein bisschen mit den Füßen über Wasser halten, aber... Das ist so eine Sache, ne? Nicht so. Ist das da vorne die Plattform? Ich erkenne es nicht genau. Ich glaube schon. Ich glaube einfach, der mag uns nicht besonders. Aber das soll uns nicht weiter stören. Doch, das soll uns nicht weiter stören. Ich trinke einen weiteren Schluck. Um mich zu stärken. Das werde ich jetzt jedes Mal machen, wenn ich runterfalle. Einen Schluck trinken. Im Prinzip wissen wir ja, was das für eine Taktik ist. Aber sich da oben zu halten, das ist halt, ja, nicht so einfach. Der Koloss ist auch gar nicht so groß im Vergleich zu dem bisherigen, aber ganz ehrlich, das ist auch überhaupt nicht nötig. Ja, jetzt haben wir. Komm schon. Der Flügel ist es nicht. Schwanz, ne? Ja, der Schwanz, okay. Und der hatte linke Flügel. Das heißt, wir sind gerade immer noch auf den falschen geklettert. Na, ganz toll. Gut, der linke Flügel und sein Schwanz. Verstehe. Hallo. Na, hallo, na. Hallo, na. Hallo, na? Hallo? Ja, komm jetzt, dreh um. Zack, jetzt. Na, das war ein richtig guter Treffer. Er verschwindet gerade so halb im Nebel, Lichtnebel hier gerade. Ja, er dreht um. Das heißt doch, dass er uns wieder schnappen möchte, oder? Oder sich einfach verkrümeln möchte. Na, komm, jetzt. Ja, 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 er macht's, er macht's, er macht's, er kommt. Wow, da wäre ich fast. Warte mal, der linke ist der richtige, ne? Oder war jetzt der linke der, den wir holen müssen? Gott. Ich glaube, ich habe den falsch gemerkt. Ah! Der Mann mit dem Stahl hat einen Griff. Ah. Okay. Würdest du bitte aufhören, solche Stunts zu machen? Ich meine, ich finde es ganz toll, dass du so klasse fliegen kannst, weißt du? Ich würde es auch gerne können. Also ich komme einfach nicht dazu. Jetzt macht er so wieder einen mega Stunt hier. Yay! Wann soll ich dazu kommen? Ganz im Ernst. Moment. Moment. Wir machen es erstmal da hinten. Weil, wie wir ja gemerkt haben, müssen wir da auch was machen. Ganz hinten am Schwanz. Irgendwo. Irgendwie und irgendwann fängt irgendwo das Sterben an. Wanda wartet nicht mehr lang. Wo wir sich einfach hier oben halten kann. Wo ist es denn? Wie lang ist dein verdammter Schwanz, Mann? Okay, ich check's. Ach, da. Da. Okay, ich hab's schon sowas geahnt, dass es irgendwo hier unten ist. Es wird aber gleich nochmal eine ganz schöne Action, an den anderen Flügel dran zu kommen, ehrlich gesagt. So. Zack.
Die Fontänen da immer. Und zack. Noch sind wir nicht fertig. Zack. So, jetzt verschwindet wahrscheinlich die Stelle hier. Stechen. Ja, Stelle ist weg. Okay. Wir müssen gegen den Strom. Gegen den Strom. Wohl eher gegen... Ja, 10 Minuten 30 erst. Wenn wir gut sind, schaffen wir den Koloss noch. Komm schon. Komm. Ich muss mich räuspern. Tut mir leid. Wow! Nein, Kumpel. Komm gar nicht erst auf die Idee, schief zu fliegen. Ja, ich muss mich jetzt irgendwie erstmal wieder nach vorne kämpfen. Nein, kein Looping! Boah. Avian, einen Höllenrespekt vor dir. Du schaffst es, mich echt ins Schwitzen zu bringen. Boah. Aber ich glaube, mein Respekt interessiert diesen Monstervogel höllisch wenig. Um nicht zu sagen, gar nicht. Um nicht zu sagen, er versucht gerade schon wieder, mir auf den Sack zu gehen. Und ich muss ehrlich sagen, er schafft es verdammt gut. So, wenn du jetzt bitte damit aufhören könntest. Ja, jetzt. Nein, ganz schlechte Idee. Okay. Ah! Halt die fest, Wanda. Bloß festhalten. Oh mein Gott. Koloss, ganz ruhig. Zack, komm schon, einen noch. Salto, Looping. Aber ich sehe gerade, wenn er so Loopings macht, ist es auch noch schwerer, sich für ihn da festzuhalten. Komm schon, nicht runterfallen. Passiert jetzt hier nicht was? Normalerweise? Ja, ich möchte das Spiel speichern. Wir verstehen die Stimme wieder deutlicher. Und ich frage mich die ganze Zeit, was ist das eigentlich für eine Sprache, die sprechen? Hat die irgendeinen Namen? Und nein, es ist nicht Japanisch. Einer hat im ersten Video gesagt, das ist Japanisch. Japanisch hört sich wohl mal ganz anders an. Ich würde gerne wissen, was das für eine Sprache ist. Wird die irgendwo erwähnt in dem Spiel? Es würde mich einfach mal interessieren. Und ich frage mich vor allen Dingen, ob das... Na, das frage ich mich gleich nach der Cutscene. Gucken wir uns die erstmal an. Es werden jetzt 5 Schatten sein, höchstwahrscheinlich. Avian, der Riese, der hat sich echt, der Vogel, der hat sich echt verdammt gut geschlagen. Wow. Unser nächster Feind ist ein Riese. Ach so, und was waren die anderen 5? Das waren dann die Garten-Dekorationszwerge. Hooray! Unser 6. Feind ist also ein Riese. Schön zu wissen. Ja,
Und ich frage mich die ganze Zeit, ist diese Stimme, die wir hören, ist das vielleicht ihre Stimme? Also ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass es ihre Stimme ist. Insofern, Ja, egal. Leute, wir haben Avian, den Vogel, besiegt in einem spannenden Kampf in der Luft. Und ich würde sagen, das war Shadow of the Colossus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.